herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dracula 2 The Last Century. Wir sind jetzt scheinbar irgendwo im Nirgendwo. Ich glaube immer noch in der Irrenanstalt. Von hier genau kommen wir. Also gehen wir jetzt erstmal runter. Okay, da müssen wir wahrscheinlich diesen Trank reinmachen, den wir zusammen brauen müssen. Also gehe ich mal von aus. Der ist es wohl nicht. Dann brauchen wir noch einen anderen Schlüssel. Ah, okay, das ist doch so ein Anzünder-Dingsy. Okay. Wait, was ist passiert? Wo ist das Ding jetzt hin? Ah, da. Ich habe eine Fliege gefangen. Warum habe ich eine Fliege? Und war es doch nur ein Stück Zucker? Das ist die Frage der Fragen. So, okay, dann widmen wir uns mal den Insassen hier. Hier können wir nichts tun. Hier können wir was tun. Guten Tag. Oh, gruselig. Nett hast du es hier. Wow. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Ein Fliegefähig? Köstlich. Diese Fliege ist ein wahrer Genuss. Hopkins, was ist Mina und Dr. Seward zugestoßen? Na los, sagen Sie es mir. Sie kennen meinen Namen? Ich brauche mich also gar nicht erst vorzustellen. Endlich lerne ich Sie kennen. Keine Höflichkeitsfloskel. Ich will jetzt wissen, was hier geschehen ist. Sie haben hier gar nichts zu fordern. Sie sollen nur eines wissen. Der Meister fand, dass der gute Dr. Seward etwas zu lästig wurde. Und Mina? Fräulein Mina? Der Meister will sie... Sie ist bei ihm. Ja, sie ist bei ihm. Okay, Ring, Pistole und da fehlt noch was, oder? Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal. Hallo. Weiche von mir, Satan. Oder was auch immer du sein sollst. Er chillt und wir gucken uns um. Okay.
die Fresse. Können wir scheinbar nichts mehr weitermachen. Was war das denn für ein Scheiß? Wie die Todesanimation aus Doom 1 damals. Was können wir denn noch machen? Aber jetzt haben wir endlich Ruhe. Aber was schließen wir jetzt auf? Das. Eine Spritze. Ah, die können wir den Typen bestimmt in den Arm hauen, oder? Weil wir brauchen ja irgendwas vampiriges Zeugs für den Gegengift-Dingsbums da. Das sind alles Fachbegriffe, ja. Gut, dann müssten wir das da reinmachen. Und dann wollte ich das ziemlich genau nicht. Und dann müssten wir das erhitzen. Frage war, auf was? Dreißig. Okay. Nein, no. Hallo. Oh, warte. Hä? Ich sollte das doch auf 30 Grad erhitzen. Ist doch da. Wir lassen uns das nochmal vorlesen. Im Buch bin ich auf eine Formel gestoßen, mit der Geschosse gegen Vampire hergestellt werden können. Für alle Fälle habe ich sie notiert. Sie erinnert an ein Rezept und wer weiß, vielleicht ist sie auch eines. Es ist ein Gebräu aus zerdrücktem Knoblauch zuzubereiten, Vampirblut hinzufügen. Vielleicht ist hier das Blut einer Fledermaus gemeint. Bei 30 Grad aufkochen lassen. Die Lösung in eine Flasche füllen. Ja.
Hab ich doch. Verstehe nicht. Haben wir Knoblauchflüssigkeit haben wir da reingemacht, ne? So, dann musste nur noch Blut rein. Und dann. Oder ich bin zu schnell. Oh, ja, okay, ich war zu ungeduldig. Aber warum 35? Muss ich nicht 30? Ich habe jetzt 35. Egal. Gut, wir haben jetzt die Flasche, die wir bräuchten. Da müssen wir zu. Ja, wohin jetzt? Was will der knutschende Freak hier von mir? Wollte eigentlich auf den Ring drücken. Okay. Hopkins, schauen Sie her. Ich bin für den Kampf mit Dracula gerüstet. Helfen Sie mir, Mina zu retten. Sie wissen doch, wie verletzlich sie ist. Aber wenn ich Mina rette, verrate ich damit den Meister. Und das kann ich nicht. Aber Mina ist in großer Gefahr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe Dracula bereits besiegt. Vertrauen Sie mir doch. Gemeinsam können wir Mina retten. Sie können mich nicht mit bloßen Worten überzeugen. Ich weiß, dass Sie den Drachenring besitzen. Geben Sie ihn mir, wenn ich Ihnen vertrauen und helfen soll. Auf diese Weise können Sie die Aufrichtigkeit Ihrer Worte unter Beweis stellen. Nehmen Sie dafür meine Brille. Sie wird Ihnen sehr nützlich sein, da sie Normalsterblichen die geheime Vision der Vampire verleiht. Der Meister hat recht, sich vor Ihnen in Acht zu nehmen. Sie sind sehr mutig. Ich werde Mina helfen. Telefon. Ist auch das Telefon oder bin ich blöd? Sie haben sich wie eine Ratte im Labyrinth verlaufen. Ihre Spielchen beginnen mich zu ärgern. Ich habe aber... Ruhe. Schon bald wird alles, was Ihnen gehört, mein Eigentum sein. Ihr Leben wird so viel wert sein wie das eines Insektes. Und ich werde Sie im Handumdrehen vernichten. Und dafür sind wir jetzt den ganzen Weg zurückgelaufen. So, Hopkins müsste ja jetzt weg sein. Habe ich recht. Dann... Genau. Wollte ich gucken, ob der was hinterlassen hat. Aber das sieht mir nicht danach aus. Ja, Hopkins ist... Butchi. Und dann hatten wir nur noch... Wer ist auf Hut? Oh, das kommt unerwartet. Aber hier ist eine Luke.
Gut, dann sind wir hier irgendwo und gehen mal weiter, würde ich sagen. Ah, wir sind wieder hier. Ew. Gut, ja. Ich würde aber sagen, das war's dann schon für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.